Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich heute auf unserem Facebook-Kanal zugeschaltet haben. Mein Name ist Sebastian Schönemann von der Gedenkstätte Hadamar. Heute eröffnen wir die Sonderausstellung Stolen Memory der Arosen Archives hier auf dem Außengelände der Gedenkstätte. Und was man dazu sagen muss, natürlich üblicherweise finden Ausstellungseröffnungen in Präsenz und vor Ort statt. Einfach damit man einen ersten Einblick gewinnt und auch miteinander ins Gespräch kommt. Wir haben uns dazu entschieden, unsere Ausstellungseröffnung digital stattfinden zu lassen. Auf diesem Wege möchten wir Ihnen eine Art Preview geben für das, was Sie dann hier sehen können. Ab morgen ist die Ausstellung regulär geöffnet. Und ich hoffe sehr, dass unsere kleine Veranstaltung heute Ihr Interesse weckt und Sie die Gedenkstätte Hadamar und die Ausstellung der Arosen Archives hier besuchen werden. Die Gedenkstätte Hadamar zeigt in regelmäßigen Abständen Sonderausstellungen zu, wie soll ich sagen, weiteren Themen der nationalsozialistischen Geschichte, um auch hier vor Ort eben auch weitere Ausstellungsangebote in der Region zu ermöglichen. Heute öffnen wir eine Ausstellung, die etwas Besonderes ist. Im Mittelpunkt der Ausstellung Stolen Memory stehen die persönlichen Dinge, die den Verfolgten des Nationalsozialismus bei ihrem Eintritt oder bei ihrer Ankunft in die Konzentrationslager abgenommen worden sind. Die Ausstellung erzählt die Geschichten der Besitzer und Besitzerinnen anhand eben dieser persönlichen Dinge. Ein, wie soll ich sagen, geraubte Erinnerung, ein, beziehungsweise Stolen Memory, wie die Ausstellung schon sagt. Und dennoch ist die Ausstellung ein bisschen mehr als eine reine Ausstellung. Es ist, dahinter steht eine Kampagne zur Rückgabe eben dieser persönlichen Dinge an die Angehörigen und Familien der Opfer. Und der Hashtag im Ausstellungstitel weist schon darauf hin. Ich freue mich sehr, heute Isabel Mittermeier begrüßen zu können von den Arosen Archives. Hallo Isabel. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön, gerne. Und wir hatten uns das so überlegt, dass du uns heute einen Live-Rundgang gibst durch die Ausstellung, einen kleinen Einblick, was unsere Besucher hier erwarten würde. Und dann natürlich wollen wir auch in Kontakt mit Ihnen kommen, hinter dem Bildschirm. Und damit das alles gelingt, sind mehr Menschen in diese Aufnahmen involviert, als Sie jetzt gerade vor der Kamera sehen. Mein Kollege Arne Joost führt die Kamera. In der Kommentarspalte von Facebook haben Sie die Möglichkeit, uns Fragen und vor allem Frau Mittermeier Fragen zu stellen zur Ausstellung, zur Kampagne, zu der Arbeit der Arosen Archives. In den Kommentarspalten wird Sie begleiten Lena Horz von der Gedenkstätte Hadamar und auch die Kollegin Charlotte Crossmann ist für die Arosen Archives mit dabei. Wenn es rein informative Fragen sind oder auch sehr spezielle, werden sie gleich im Chat beantwortet. Offene Fragen wird dann mein Kollege Herr Joost dann an die Frau Mittermeier richten. Isabel, in den Ausstellungstexten finden wir häufig den Begriff Effekten. Was verbirgt sich dahinter? Genau, also Effekten ist ja ein Begriff, der vielleicht nicht jedem so geläufig ist oder auch nicht so bekannt. Und es sind einfach, ist die Bezeichnung für persönliche Gegenstände, die die Häftlinge während des Nationalsozialismus abgeben mussten. Also zum Beispiel Uhren, Fotos, Brieftaschen, Ringe. Wir haben viel Schmuck, also in den Effekten. Und genau, das bedeutet das. Aus welchen Konzentrationslagern stammen die Effekten? Also vor allem auch, wir werden ja gleich durchgehen und ein paar vorstellen, vor allem aus den Konzentrationslagern Neuengamme und Dachau und nur wenigen anderen Haftorten. Und können Sie oder kannst du grob etwas dazu sagen, wer die Besitzerinnen und Besitzer waren dieser Gegenstände? Ja, also es ist eine sehr große, diverse Gruppe eigentlich. Also deren Effekten wir verwahren. Aus ganz Europa kamen die Menschen. Wir haben viele Menschen dabei, die Zwangsarbeiterinnen waren.
Wir haben auch Widerstandskämpfer zum Beispiel, das werden wir auch gleich noch sehen. Wir haben leider nur sehr wenige Effekte von jüdischen Häftlingen oder auch der Gruppe der Sinti und Roma, weil eben diese Gruppe vermehrt vor allem in die Vernichtungslager deportiert wurden und dort wurden die Effekte direkt zu Geld gemacht für die Kriegskasse und eben nicht aufbewahrt. Hm. Und wann wurde den Menschen dieses Hab und Gut abgenommen? Das war dann direkt beim Eintritt in die Lager? Ja, genau. Also sie kamen an und es wurde sofort alles abgenommen. Also sie mussten alles abgeben. Das ist dann der Moment gewesen, wo sie dann auch zu Häftlingen geworden sind? Und ja, also nichts mehr Individuelles dabei haben durften. Ja. Kann man das zeitlich eingrenzen, aus welcher Zeit diese Effekte stammen? Das ist schwierig zu sagen. Also wir haben auch unterschiedliche Effekte aus unterschiedlichen Zeiten hier. Ja. Wenn du magst, würde ich vorschlagen, wir können ja einfach schon mal einen Blick riskieren. Ja, sehr gerne. Ganz ruhig vor. Was würde ich jetzt hier sehen? Wie ich sehe, sind einzelne Effekte vorgestellt, aber auch die Besitzer dieser Effekte. Genau. Wir haben hier 5 Plakate von Effekten, deren Familien bereits gefunden wurden. Also wir sind ja immer dabei und auf der Suche, die Familien zu finden, der Angehörigen und die Dinge zurückzugeben, weil die gehören ja nicht dem Archiv, sondern wir haben den Auftrag, diese Effekte auch zurückzugeben. Und hier sieht man eben die Dinge, die bereits zurückgegeben werden konnten. Und man sieht eben auch Angehörige auf den kleinen Bildern. Mit denen haben wir Videos aufgenommen. Das heißt, man kann dann hier, wenn man vor Ort ist, den QR-Code scannen und sich die Videos anschauen. Und dort berichten die Menschen, was es für sie wirklich auch bedeutet, diese Dinge zurückzubekommen. Weil das ist oft der einzige Gegenstand, den sie von ihren Verwandten oder Angehörigen bekommen. Und so erfahren sie auch oft noch ganz viel, wie das Schicksal aussah und was eben ihren Familienmitgliedern passiert ist damals. Das denke ich auch eine wichtige Frage. Oder ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wie kommen denn eigentlich die Ahrhausen Archives zu diesen Effekten? Was ist da die Geschichte dahinter? Ja. Also leider muss man sagen, es ist ein sehr kleiner Bestand. Wir haben circa in den 60er Jahren 4.700 von diesen Gegenständen erhalten. Die Alliierten haben eben das, was noch sozusagen da war, gerettet und dann eben auch aufbewahrt. Und eben das wurde dann eben an den Internationalen Suchdienst, das war der alte Name der Ahrhausen Archives, dann übergeben in den 60er Jahren. Ich habe die Frage vergessen. Nee, das ist spannend, weil du es auch gemeint hattest, eigentlich das Archiv verwahrt die Gegenstände, ja, genau. Aber es gehört nicht im Archiv. Nein, also das ist wirklich bis heute unsere Aufgabe, die Familien zu finden, auch weitläufige Angehörige, wenn niemand Näheres mehr gefunden werden kann, um die Gegenstände wieder zurück in die Familie zu geben. Ja. Und ich hatte es ja schon bei der Eröffnung angesprochen, dahinter steht ja auch eine Kampagne. Da können wir vielleicht später nochmal darüber sprechen, aber ich hatte nur die Zahl gelesen, das fand ich ganz schön beeindruckend, seit 2016, innerhalb von 5 Jahren, annähernd 500 Rückgaben wurden möglich gemacht. Ja. Das ist eine beachtliche Zahl für jetzt mittlerweile 75 Jahre nach Kriegsende. Könntest du vielleicht kurz erklären an einer Biografie, wie so etwas zustande kommt, so eine Rückgabe? Ja, ich werde vielleicht ganz kurz allgemein was dazu sagen und dann können wir gerne zu einer Biografie gehen. Es hilft uns natürlich jetzt, dass wir mit den sozialen Medien arbeiten können, dass wir Suchaufrufe starten können auf unseren Social-Media-Kanälen, wo wir wirklich sagen, wir suchen die Angehörigen von. Und dann kann das ja über die ganze Welt geteilt werden und so verbreitet sich der Suchaufruf. Das ist sehr hilfreich für uns natürlich. Das Online-Archiv, was wir auch permanent erweitern und aufbauen, hilft uns auch sehr, weil eben Angehörige selbst ja auch suchen können nach ihren vermissten Verwandten oder eben Menschen, von denen sie wissen, sie sind damals umgekommen, wissen aber nicht wo, was mit denen passiert ist, ob es vielleicht noch Effekten von diesen Leuten gibt oder auch von Überlebenden, die mittlerweile verstorben sind. Und so können Verwandte selbst auf die Suche gehen. Wir haben aber auch ganz viele, und das freut uns natürlich sehr, sehr viele Freiwillige, die uns helfen, also Journalisten, Schulklassen, Jugendgruppen, Hobbyforscher, also das ist natürlich auch ganz toll. Ja, das glaube ich. Also man hat den Eindruck, ihr bekommt da eine starke Rückmeldung auch.
in der digitalen Welt. Das genau. ist ja, das freut mich sehr. Und aber ich hatte gerade überlegt, wegen so einer Biografie, ob du kurz etwas dazu sagen kannst, wie so eine Rückgabe, wie das zustande kommt. Ja, also ganz unterschiedliche Wege. Also wir hatten jetzt zuletzt den Fall, dass ein Angehöriger selbst auch im Online-Archiv gesucht hat und eben dort auch Dokumente gefunden werden konnten, Informationen gefunden werden konnten. Das war jetzt ein Fall aus Polen. Und wir hatten vor kurzem eine Ausstellungseröffnung in Warschau. Wir haben nämlich nicht nur die Container, sondern auch Plakatausstellungen, die durch verschiedene Länder reisen und auf die speziellen Orte auch zugeschnitten werden. Und die Familie konnte eben dann anreisen zu dieser Ausstellungseröffnung und hat dann den Gegenstand überreicht bekommen. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Und die Familie hat dann eben auch erfahren, wo der Mensch begraben wurde. Und also es waren viele Informationen und eben auch die Rückgabe, was sehr schön war. Toll. Und wie ich hier sehe, das ist dann halt auch der Teil der Ausstellung, wo dann auch die Rückgaben thematisiert werden. Genau, also das sind die Erfolgsgeschichten, wo wir es geschafft haben, eben Dinge zurückzugeben. Und ja, das ist einfach schön, vor allem, wenn eben auch noch Kinder am Leben sind, der Häftlinge, der ehemaligen Häftlinge. Und man sieht eben hier zum Beispiel bei Peter Will, das ist der Sohn, der über die Rückgabe spricht. Und man sieht einfach in dem Video, wie bewegend auch dieser Moment ist. Genau, Peter Will war ein niederländischer Widerstandskämpfer und wurde im Dezember 1943 verhaftet. Und er schrieb eben kurz bevor er wusste, okay, das geht jetzt hier zu Ende, ich komme ins Konzentrationslager und werde umgebracht, hat er einen Abschiedsbrief geschrieben an seine Familie. Und man sieht eben hier auf den Fotos auch die Söhne. Also viele Söhne hatte er da oben auch nochmal aufgereiht. Und er hat eben diesen Brief an seine Söhne geschrieben. Und ja, erst 2015, also wirklich nach sehr langer Zeit, konnte dieser Brief dann übergeben werden an hier, wie man sieht, den Sohn. Und es ist ein sehr persönlicher Brief, sodass wir ihn jetzt auch nicht hier zeigen oder den Inhalt darstellen. Aber es ist, also hier steht auch, für uns war das ganz emotional, weil man es einfach nicht mehr erwartet, nach so einer langen Zeit noch wirklich etwas von dem Vater zurückzubekommen. Wo fand die Übergabe statt bei Peter Will? Das weiß ich leider gar nicht. Nicht schlimm. Also wir verschicken oft Effekten per Post. Mhm. Also das ist so der normale Fall eigentlich. Wenn eine persönliche Übergabe stattfinden kann, dann ist es natürlich auch schön. Also vor Corona, vor der Corona-Pandemie kamen auch natürlich Menschen zu uns ins Archiv und haben Übergaben haben stattgefunden. Man kann ja auch weiterhin auch jetzt wieder seinen Besuch anmelden, auch wenn man die Originaldokumente sehen möchte, zum Beispiel der Häftlingslisten und da eben von seinen Angehörigen. Also das ist auch möglich. Schön. Und gleichzeitig ist es halt eben noch ein laufender Suchauftrag. Wie könnte man eigentlich die Aarhusen Archives dabei unterstützen, wenn man daran Interesse hat? Was gäbe es da für Möglichkeiten? Also man kann natürlich selbst im Online-Archiv suchen. Man kann natürlich das ganze Netz durchsuchen, ob man noch weitere Informationen findet. Das hilft uns auch sehr, wenn wir Leute vor Ort haben. Also wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk und ganz viele Bildungsmaterialien dafür erarbeitet, dass sie wirklich wissen, okay, ich kann mich an die Lokalzeitung wenden, ich kann ins Heimatarchiv gehen und da schauen, ich kann mit Menschen sprechen, die vielleicht noch mehr wissen von damals. Und wenn sie sich wirklich vor Ort auskennen, hilft das auch sehr. Und der zweite Teil der Ausstellung, da werden dann halt Biografien und Schicksale vorgestellt, wo quasi die Angehörigen gesucht werden, nach wie vor. Vielleicht, wenn du magst, zeigst du uns auch diesen Teil. Ja, gerne. Dann gehen wir einmal hier durch und kommen zu den fünf Menschen und deren eben persönliche Gegenstände, die immer noch bei uns verwahrt sind und zu denen wir noch keine Angehörigen finden konnten. Das heißt, hier sind wir auf jeden Fall auf Ihre Hilfe angewiesen. Sie können gerne hierher kommen, sich das in Ruhe durchlesen und selbst mithelfen, auch diese Familien zu finden. Das sind Familien aus ganz verschiedenen Ländern auch. Ich würde jetzt hier einmal zu Neonella Dolbocina gehen. Sie kommt ursprünglich oder kam ursprünglich aus Russland und mit 20 Jahren geriet sie ins Visier der Gestapo und sie war Zwangsarbeiterin. Sie hatte ganz viele Fotos bei sich, wie man hier sieht. Sie hatte also noch viel mehr bei sich, aber wir konnten hier nicht alle darstellen.
Und wir gingen lange Zeit davon aus, dass es sich um diese Dame handelt. Und jetzt hat meine Kollegin aber recherchiert oder sie denkt, weil eben diese eine Frau auf sehr vielen Fotos drauf ist, dass es wahrscheinlich sie hier ist. Weil wir haben, wie gesagt, noch viele andere Fotos und sie ist sehr oft zu sehen. Und wir wissen auch, weil auf den Fotos hinten drauf sind, also findet man Schrift, da sind Beschreibungen dabei von den Menschen, die zu sehen sind. Wir wissen, dass sie Nelly genannt wurde zum Beispiel. Und genau, sie war eine Zwangsarbeiterin und wurde aber dann auch in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert und später in ein Außenlager von Neuengamme. Und deswegen haben wir eben hier die Effekten von ihr, weil sie in Neuengamme war und weil dort die Effekten aufbewahrt wurden. Und Neuengamme hat eine ganz besondere Geschichte, warum wir diese Effekten überhaupt haben, weil nämlich dann kurz vor der Befreiung der Lagerleiter befohlen hat, hier schafft die Effekten jetzt weg, wir müssen die irgendwie wegbringen. Und dann hat ein der Unterscharführer ist dann in seine Heimatstadt gefahren, nach Lunden in Schleswig-Holstein und hat dort Kisten mit Effekten in einer Kegelbahn in einer Gaststätte versteckt. Muss man sich vorstellen, was das für eine seltsame Sache eigentlich war. Und dort wurden die dann von britischen Alliierten gefunden und konnten so gerettet werden. Und wir wollen natürlich jetzt nicht alles schon verraten, was hier zu sehen ist, weil wir natürlich wollen, dass sie auch hierher kommen nach Hadamar und selbst durch den Container gehen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn sie uns bei der Suche helfen. Schön, danke für den Einblick. Ich habe gerade überlegt, ob ich mal zumindest mal nachfrage, ob es Kommentare, Fragen gibt. Ich finde das sehr spannend mit dem Fund in Neuengamme. Das ist dann wahrscheinlich auch der Weg, den die Effekten dann über die britischen Behörden genommen haben, um dann späterhin zu den Arosen Archives zu kommen. Ne? Ja. Super. Ja, weil wir gerade hier auf der Seite stehen der Ausstellung, ist es natürlich wichtig, weil du uns ja auch aufgerufen hast oder hat das Publikum, euch zu unterstützen bei der Recherche. Hier ist der große Slogan. Ja. Und um den Kreis zu schließen, ich glaube, Teil der Kampagne, also ich glaube nicht, ich weiß, sind natürlich diese sehr spannenden Container, Ausstellungscontainer. Das muss man ja auch noch mal erwähnen. Das ist ja auch ein ungewöhnliches, aber auch ein sehr, anschauliches Objekt. Ja, also die Idee finde ich ja ganz spannend. Mhm. Wie habt ihr euch das gedacht? Das ist eine Tour, eine Wanderausstellung? Gibt es nur den einen Container? Ja. Was sind die Gedanken dahinter? Also wir wollen natürlich mit den Containern zeigen, dass die Menschen nicht zu uns kommen müssen, sondern wir kommen zu den Menschen mit den Containern. Und wir versuchen eben ganz viel in ganz Deutschland unterwegs zu sein. Wir haben zwei Container momentan, die auch parallel stattfinden und gezeigt werden. Morgen ist die Eröffnung in Leonberg zum Beispiel. Die letzten beiden Wochen waren wir bei Berlin und in Bayern. Also wir versuchen wirklich in ganz Deutschland präsent zu sein. Und einfach, ja, dort zu sein, wo die Menschen auch sind. Wir sind auch auf Marktplätzen zum Beispiel oder mitten in der Stadt. Und wir haben natürlich, also wir haben verschiedene Formate. Wir haben die Container, wir haben die Plakatausstellung, von denen ich eben schon erzählt habe. Und wir planen auch einen dritten Container, der von dem US State Department und vom Auswärtigen Amt finanziert wird und auch bald dann in ostdeutschen Bundesländern und im Westteil Polens dann zu sehen sein soll. Interessant. Also es gibt dann einen weiteren Container, der dann auch ins Ausland geht. Genau. Und wahrscheinlich dann irgendwann mal in späterer Zukunft dann auch wahrscheinlich durch ganz Polen. So die Hoffnung vielleicht. Ja, also wir hoffen natürlich, dass wir das alles noch erweitern können und auch noch durch mehr Länder reisen dürfen. Ja. Schön. Vielen Dank. Und ich schaue noch mal rüber zu meinem zweiten Moderator. Es wurden leider keine weiteren Fragen gestellt, aber es ist vielleicht auch noch ein etwas ungewohntes Format heutzutage, quasi eine Live-Übertragung mit Fragen an unsere Vortragende. Isabel, vielen, vielen Dank für den Einblick in die Ausstellung, eure Arbeit, in die Kampagne selbst. Und wir freuen uns sehr, dass diese Ausstellung jetzt hier in der Gedenkstätte Hadamar ist. Sie ist ab morgen geöffnet, auch am Wochenende, für die kommenden zwei Wochen. Am Wochenende von 12.30 Uhr bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag. Und werktags, Montag bis Freitag,
zwischen 9 und 16 Uhr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, die ja, auch nochmal. Vielen Dank. Wir freuen uns wirklich auch sehr, dass der Container hier sein darf und dass ihr ihn hergeholt habt und hoffen natürlich auf viele Besucher. Danke. Das möchte ich vielleicht noch nachschieben. Diese Außenausstellung ist natürlich auch für uns toll, dass sie hier ist. Und gleichzeitig ist es auch so, durch die Außenausstellung ist es natürlich sehr konform und vereinbar mit den derzeitigen Corona-Schutzbestimmungen. Sie können auch ohne Voranmeldung diese Ausstellung hier jederzeit besuchen. Vielen Dank.